hörst es gerade an der Stimme. Es ist mega für die Fitness, für die Beine, für die Dynamik, für die Agilität. Okay, mein Freund, in diesem Video lernst du, wie du mit dem Stock umgehst und kämpfst, dich bewegst, wie du stehst, dass du sicher bist und wie du eine Vielzahl von Angriffen schnell und effektiv beantworten kannst und wie du das Ganze auch sehr, sehr effizient drillst und trainierst, sodass es ein Teil deiner Selbstverteidigungs-DNA wird. Der Drill, den du machst, den du heute lernst, heißt 5 Counts zum Brada. Der kommt aus dem Kali, aus dem Demi no Santo Kali. Da habe ich es gelernt, JKD wird es häufig gemacht und das ist einfach mega effizient, diesen zu machen. Wenn du den so trainierst, wie wir das jetzt hier gleich dir zeigen werden, ein mega, mega starkes Fitnesstraining für deine Beine, für deine Agilität und macht einfach super viel Spaß. Das erste, was du lernst, ist, wie du stehst. Stell dich einfach schulterbreit hin, nimm den Stock so, dass du hier unten noch diesen Butt übrig hast, mit dem du eben auch agieren kannst und so, dass das längere Teil so deinen ganzen Körper nach oben hin abdeckt. Muss nicht ganz oben raus, aber es sollte jetzt hier eben auch keine Lücke bleiben. Das heißt, du bist hier, die zweite Hand schützt deine freie Seite. Bleibe insgesamt kompakt eng an deinem Körper. Das heißt, würde ich jetzt hier so stehen, Nora einmal, würde ich jetzt hier so stehen, würde sie sofort die Hand attackieren können. Ja, das möchte ich dir nicht geben, also ziehst du dich hier zurück. Das dritte, wenn du hier stehst, nimm den rechten Fuß gerade zurück, das hier. Das heißt, ein bisschen anders als im Wing Chun stehst du auf zwei Spuren, nicht auf einem Bein, sondern auf zwei Spuren und geh tief runter. Stell dir vor, die Decke ist ungefähr auf Nasenhöhe und du musst immer hier unten agieren. Warum machst du das? Du bist einfach viel kompakter, du bist viel aggressiver, du bist viel geschützter. Gucken wir uns das einmal an. Wenn Nora sich einfach mal hinstellt, ja, dann hast du jetzt eine Stocklänge, zwei Stocklängen, fast drei Stocklängen. Wenn du groß bist, dann hast du drei oder sogar mehr Stocklängen. Ja, um deinen ganzen Körper abzudecken und zu schützen mit dem Stock. Geht Nora runter in die Position, ja, noch tiefer, richtig schnell runter, hast du eine, zwei Stocklängen und der ganze Körper ist abgedeckt. Insbesondere mit der ersten Stocklänge sind die wichtigsten Körperteile abgedeckt. Übrig bleibt noch Schienbein, Sprunggelenk. Der Muskel hier im Zweifel kein fataler Treffer, wenn du dort getroffen wirst. Wenn du dort angegriffen wirst, bist du viel schneller da unten dran. Ja. Als wenn du, steh mal oben, ja, ich greife oben an, ziehe aber runter. Boah, darauf zu reagieren ist einfach mega schwer. Stehst du aber schon hier, ja, dann bist du doch relativ schnell dran und kannst agieren und damit umgehen. Okay, das ist dein Stand. Block 2, wir gehen in die Techniken, du lernst es Schritt für Schritt, sodass du das nachvollziehen kannst und mittrainieren kannst. Angriff 1 ist einfach ein diagonaler Schlag, einer Angriff zum Kopf. Okay, Nora greift an, 1, 2, das ist deine Technik. Nochmal, oder 1, 2 zum Sprunggelenk, oder nochmal, 1, 2 zur kurzen Rippe, oder nochmal, 1, dann 4. Zu ihrem Handgelenk. Also du hast eben auch viele Variationsmöglichkeiten. Nora greift an. 1. Ganz wichtig ist immer deine Checkhand. Bei jeder Technik, die du jetzt lernst und trainierst, hast du immer die Checkhand. Warum? Es kann einfach sein, der Stock verfehlt oder flippt durch. Du bist nicht ganz präzise in deiner Position, zu langsam, zu schnell. Und wenn du dann keine Checkhand hast, dann wirst du einfach getroffen. Hast du die Checkhand noch dazu? Bleibt dir einfach noch eine zusätzliche Chance, einen Rettungsschirm, mit dem du arbeiten kannst. Das dritte an der Stelle ist, dass du natürlich auch in Kettentechniken denkst. Das heißt, wenn Nora mich angreift, 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht ein Hebel oder ein Tritt oder was auch immer. Also du bringst deine Kettentechniken dort rein. Okay, Schritt 2. Ich greife die Nora an. Nora wehrt genau mit der gleichen Technik ab. Das hier, also hier rutscht, boom, hier bist du. Okay, boom. Und jetzt ist hier dein nächster Angriff. Wir machen es nochmal langsam. Ich greife die Nora an, Angriff 1, sie wehrt ab, geht rutscht, boom. Und wieder hast du hier deine Checkhand. Extrem wichtig, die Checkhand mit zu berücksichtigen. Und extrem wichtig, du denkst nicht blocken, ja, ich mach's mal falsch. Nora greift an und ich möchte sie einfach nur hinhalten. Ja? Weil umso tiefer sie jetzt geht, wenn sie bis zum Knöchel geht, ja, irgendwann ist halt Ende Gelände, dann trifft sie einfach die Hand. Das ist Punkt 1. Punkt 2,
Auch wenn sie jetzt hier oben angreift und ich halte nur hin, dann schlägt sie mir den eigenen Stock ins Gesicht. Das heißt, du brauchst wie so eine Aktivpanzerung, gehst du dagegen und machst selber einen Schlag als Verteidigung. Nochmal, das heißt, 1, Checker, 2, das ist deine Verteidigung und dann gehst du wiederum in den nächsten Angriff und mit den nächsten Folgetechniken weiter. Langsam. 1, 2, 3. Okay? Okay, Technik Nummer 3 in unserem 5 Count zum Brawler. Zum Brawler heißt im Grunde nichts anderes als Counter for Counter. Das heißt Technik um Technik, Angriff um Angriff. So hast du immer einen Wechsel und rotierst und lernst in einer kurzen Zeit sehr, sehr viele Techniken, die du einbringen kannst. Wir wechseln wieder die Rollen. Nora greift mich an. Position und 1, 2, 3, hoch. Das, was Nora gemacht hat, wir spulen es zurück, langsam. 1, Checker, werd ab. Stich. Und du reagierst hier mit einem, wir nennen es Torero. Ja, wie so, da kommt der Stier, fupp, und dann gehst hier raus. Beweg dich auch immer ein bisschen weg von der Waffe. Das hier. Und checkern. Hier. Das ist deine Position. Dann. Und dann im Angriff entweder direkt von oben oder im leichten Winkel. Wie auch immer du das machen möchtest, hast du deine Möglichkeiten. Torero. Checker. Boom. Das. Und dann kannst du folgen mit was auch immer du folgen möchtest. Technik Nummer 4, dann 5 Counts von Brada. Wir wechseln wieder die Rollen. Nimm einen sauberen Stand ein. Ich greife den Nora an. Los geht's. 3, 4, oh, hier rein, oh, hier weiter, wenn du möchtest. Nochmal langsam, starten von vorne. Boom, Checkhand, 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 Torero, Checkhand. Kontrolliere ihren Arm früh, sie greift an, egal in welchen Winkel. Und jetzt ziehe ich hier mit der Dachposition. Glocke 2, hier raus, das. Und guck mal, wenn du jetzt den Ellbogen hier raus rotierst und die Hand hier rum rotierst, bam, das ist dein Treffer, okay? Hier raus, so, das. Nochmal komplett. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Und von hier aus Folgetechniken, wie es dir beliebt. Okay. Das. Okay. Technik Nummer 5 und die schließt auf den Zirkel, das heißt, das Ende von der 5. Technik geht dann wieder über in die allererste Technik und so hast du einen Ewigdrill. Wir schauen es uns an. Nora greift an. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt kannst du hier oder hier wieder reinkommen, okay? Und Nora würde wieder abwehren, du bist direkt am Anfang. Ham, ham. Das ganze Ding, Nora greift an. Checker, runter, checker. Wow, checkern, Angriff, boom. Was du machst, ist, du gehst sehr, sehr mit sehr flinken Beinen hier einmal rum, richtest dich zum Angriff hinaus, hast wie so einen Parksound, kontrollierst hier damit der Checkout und hast hier rum deinen Gegenschlag zur Verteidigung. Denk dran, Aktivverteidigung, Aktivpanzerung, boom, das hier. Und jetzt gehst du aber mit einer kurzen Bewegung hier runter, das. Und das nennt sich Umbrella, also Regenschirm. Umbrella, boom. Und hier geht's wieder los. Sieh mal da. An, an. Okay, das ist dein 5 Count zum Brother. Du kannst es drillen ohne Ende. Wechsel dann auch mal. Das heißt, brich den Rhythmus und finde trotzdem wieder rein. Starte woanders. Mach einen freien Drill draus. Du hast fast alle Angriffe drin, die du abwehren kannst. Und wenn du es trainierst, du hörst es gerade an der Stimme,
Es ist mega für die Fitness, für die Beine, für die Dynamik, für die Agilität, wenn du es so trainierst. Insbesondere wenn du es so trainierst, wie wir es machen, nämlich sehr, sehr tief hier unten. Das. Ja, einfach ein mega gutes Training. Viel Spaß dabei, wenn es dir gefallen hat. Gib uns deinen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns auf das nächste Mal. Dein Sifu Gregor.